Gäste, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Freunde und Partner der Deutschen Schule Prag. Ich begrüße Sie recht herzlich zur feierlichen Eröffnung des 30-jährigen Schuljubiläums im Online-Format. Im Jahr 1992 bekam die Deutsche Schule Prag ihren ersten Computer. Damals konnte sich mit Sicherheit niemand vorstellen, dass wir unser 30-jähriges Schuljubiläum online digital feiern würden. Ich glaube, das Wort online gab es damals in der deutschen Sprache noch gar nicht. Wir konnten uns auch am Beginn des Jahres noch nicht vorstellen, unser Jubiläum so zu begehen. Wir waren mitten in den Planungen für große Jubiläumsfeierlichkeiten, hatten Projekte angeschoben, hatten Großes vor und Mitte März wurde das alles jäh gestoppt. Wir hatten dann zunächst beschlossen, das Jubiläum um ein Jahr zu verschieben, also 30 plus 1 zu feiern. Aber es ist nun mal der Herbst 2020, der Jubiläumszeitpunkt. Und so entstand vor ungefähr 5 Wochen die Idee, das Jubiläum digital zu feiern. Ursprünglich hielt ich das für eine Schnapsidee. Ich dachte, das schaffen wir nicht. Wir sind so stark beschäftigt mit dem Distanzunterricht und wie soll das alles gehen? Aber es hat funktioniert. Wir haben ein Programm zusammengestellt und ich freue mich sehr, dass wir auch einige Gastredner gefunden haben, die heute einige Grußworte an Sie richten werden. Ich möchte mich an dieser Stelle schon bei allen Rednerinnen und Rednern bedanken, dass sie sich vor die Kamera gestellt haben und sehr kurzfristig Grüße für die Deutsche Schule Prag aufgenommen haben. Freuen Sie sich mit mir auf unsere Eröffnungsveranstaltung. Lieber Herr Rother und die Schulleitung, liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Eltern und ganz besonders liebe Schülerinnen und Schüler, herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich wirklich sehr, euch heute zum 30-jährigen Schuljubiläum gratulieren zu dürfen. Ein ganz besonderes Jubiläum, weil es eng mit unserer deutsch-tschechischen Geschichte zusammenhängt. Darüber habt ihr bestimmt schon viel gehört und gelernt, gerade in diesen Tagen. Vor 30 Jahren ist Deutschland wieder ein Land geworden. Prag hat da eine ganz besondere Rolle gespielt. An diesem Geburtstag eurer Schule möchte ich vielleicht sogar sagen, eine entscheidende. Ihr könntet heute wohl kaum an einer deutschen Schule lernen, wenn 1989 nicht in Prag Tausende von DDR-Bürgern in die Botschaft der Bundesrepublik geflohen wären und darauf die deutsche Einheit folgte. Seit 30 Jahren ist Deutschland nun eng mit Tschechien verbunden. Wir sind ganz enge Nachbarn und haben einen sehr intensiven Austausch miteinander. Und ich finde das wirklich wichtig, denn ohne enge Verbindungen und Verständnis füreinander ist eine gemeinsame Zukunft in Europa nur schwer möglich. Sprache, Kultur, Bildung, das bringt uns zusammen. Und da kommt ihr ins Spiel, liebe Schülerinnen und Schüler. Ihr seid unsere Botschafter in beide Richtungen. Viele von euch können beides, Deutsch und Tschechisch. Und ihr versteht, wie Deutsche und wie Tschechen denken. Ihr seid wichtige Brückenbauer. Ich habe eure Schule selbst erst vor 2 Monaten besuchen können und war begeistert. Ich habe selbst Kinder im Schulalter daheim und weiß, wie schwierig das Lernen in dieser Corona-Zeit ist. Eure Schule hat schnell darauf reagiert und ihr habt wirklich viel digital aufgesetzt. Sogar Tests können digital stattfinden. Das alles ist eine Herausforderung, ich weiß. Aber es ist die beste Option, die wir in dieser Pandemie haben. Abstand halten ist jetzt wichtig. Und deshalb feiern wir das Jubiläum heute auch digital. Ich wünsche Ihnen allen und ganz besonders euch, liebe Schülerinnen und Schüler, weiterhin viel Erfolg in dieser herausfordernden Zeit. Wir alle hoffen, dass Corona natürlich bald überwunden ist und dass die Schulen endlich wieder im Normalbetrieb arbeiten können. Bis dahin, bleibt gesund, alles Gute. Ich wünsche euch ein schönes Geburtstagsfest und schicke liebe Grüße aus dem Deutschen Bundestag, euer Thomas Erndl. Sehr geehrter Herr Boddy, lieber Herr Rother, liebe Frau Spätowa, liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Eltern und liebe Schülerinnen und Schüler. Herzlichen Glückwunsch zum 30-jährigen Jubiläum. Welche unserer 140 deutschen Auslandsschulen ist enger als Sie mit der Geschichte des Mauerfalls und der darauffolgenden Wiedervereinigung verbunden? Wir alle, vor allem meine Generation, haben noch die Bilder aus der deutschen Botschaft vor Augen.
Die Deutsche Schule Prag ist auch die erste Schule, die gegründet wurde an einem Standort einer DDR-Botschaftsschule. Und sie wurde gegründet als deutsche Auslandsschule mit Begegnungscharakter. Und das ist sehr erfreulich, Herr Rother, dass Sie zu den drei Kernbotschaften Ihrer Schule die Begegnung zählen. Begegnung heißt ja für uns, nicht nur die deutsche Sprache nach Prag zu bringen und unsere deutsche Kultur, sondern dass auch wir, die deutschen Schülerinnen und Schüler und die deutschen Lehrerinnen und Lehrer, etwas von der tschechischen Kultur mitnehmen, bis hin zur Sprache. Und das gelingt Ihnen sehr gut an dieser Schule. Ich habe vor 10 Jahren an einer Bund-Länder-Inspektion an der Deutschen Schule Prag teilnehmen können und habe gesehen im Unterricht, wie der Deutschen Schule Prag es gelingt, aus beiden Lernkulturen das Beste herauszuholen. Und vielleicht ist das Rezept für die herausragenden Ergebnisse Ihrer Schule. Also auch im Lernen übrigens die zweite große Kernbotschaft, die sich die Schule gestellt hat. Sie haben sich das ganzheitliche Lernen auf die Fahnen geschrieben und ich konnte mich davon überzeugen, dass Sie in Prag sehr gute Bedingungen dafür haben. Und selbst jetzt unter Corona-Bedingungen, wo das Lernen eben nicht in der Form geht, wie wir es gewohnt sind, hat eine Selbstevaluation durch unsere Prozessbegleiterin hervorgebracht, dass Sie auch hier sehr gut abschneiden. Herzlichen Glückwunsch der gesamten Schulgemeinschaft zu diesem Ergebnis. 30 Jahre ist aus Bonner Blick mit dem Adlerblick auf alle unsere 140 deutschen Auslandsschulen überhaupt kein Alter. Die meisten unserer Schulen sind über 100 Jahre alt. Das hängt damit zusammen, dass die Gründungsursachen ganz andere waren damals. Sie hingen ganz eng mit der Auswanderung von Deutschen nach Lateinamerika, aber auch nach Westeuropa zusammen. Und sie gehören zu den jüngsten Schulen. Aber ich habe auch gesehen und wir merken das ja auch, dass die Schulen in Mittelosteuropa sehr eng zusammenarbeiten. Und in dieser Gemeinschaft ist Prag schon eine erfahrene Schule mit 30. Denn sie waren ja die Ersten, die nach dem Fall des Eisernen Vorhangs hier zu einer Gründung dieser Schule kamen. Und so können sie neben Budapest und Warschau, die auch schon älter sind, den jungen Schulen in Tiflis, in Belgrad, in Sofia doch schon Erfahrungen abgeben. Liebe Schülerinnen und Schüler, mit euch wächst jetzt eine Generation heran, für die die Zeit vor der samtenen Revolution, die Zeit in der Tschechoslowakei damals, aber auch die Zeit vor der Wiedervereinigung Deutschlands weit, weit weg liegt. Vielleicht so weit weg wie für meine Generation damals die Kriegszeit. Umso erstaunlicher und erfreulicher ist es, dass ihr euch gemeinsam mit euren Lehrern genau dieser Zeit vor und nach dem Krieg in dem Wettbewerb Erinnern für die Gegenwart, welcher vom Auswärtigen Amt herausgegeben wurde, stellt. Und wir sind ganz gespannt auf die Einsendung eures Films dazu. Mir ist durch das Buch von Katharina Tutschkova, Gerda, das deutsche Mädchen, nochmal klar geworden, wie viel blinde Flecken wir eigentlich noch in der Geschichte haben, wie wenig wir voneinander wissen. Und vielleicht ist es jetzt wirklich eure Generation, die genug Abstand hat zu den Kriegszeiten, die Aufgabe, eine europäische Geschichte daraus zu machen, dass wir alles voneinander wissen, ohne dabei natürlich Ursache, Täter, Wirkungen zu vertuschen. Und so ist es schon fast eine logische Schlussfolgerung, dass das Thema Europa die dritte Kernbotschaft der Deutschen Schule Prag ist. Europa verbindet uns. Aber eigentlich Tschechien und Deutschland verbindet ja noch viel mehr, denn wir sind Nachbarn. Und deshalb ist es so wichtig, dass die Deutsche Schule Prag weiter prosperiert und wir mehr und weiter voneinander lernen. Ich danke noch einmal für die Möglichkeit, hier eine Grußbotschaft zu geben. Und sie war nämlich Anlass, nochmal zu überlegen, was verbindet mich ganz persönlich eigentlich mit meinem Nachbarland. Und so erinnere ich mich an das Ende der 70er Jahre, als eine tschechische Kultserie in die Wohnzimmer der Deutschen ging. Sowohl in die Wohnzimmer der DDR als auch der Bundesrepublik Deutschland. Die Serie Das Krankenhaus am Rande der Stadt. Und als später damals die junge Ärztin hat uns alle fasziniert. Und umso absurder ist es, wenn man sich heute überlegt, dass diese Kultserie damals von beiden Staaten unabhängig voneinander ins Deutsche synchronisiert wurde.
So eine Absurdität zeigt manchmal aber auch nochmal, wie selbstverständlich wir jetzt schon seit 30 Jahren in einem gemeinsamen Land leben, in einem Land, welches ein guter Nachbar für die Tschechen sein möchte. Und dabei spielt die Deutsche Schule Prag weiterhin sicherlich eine große Rolle. Ich wünsche der gesamten Schulgemeinschaft ein gutes neues Lebensjahr und alles Gute, Gesundheit, und die ZFA wird immer für Sie da sein und weiterhin Sie unterstützen in allen Bereichen. Dankeschön. Sehr geehrter Herr Rother, sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer, sehr geehrte Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern und sehr geehrte Förderer und Freunde der Deutschen Schule Prag. Der erste Gedanke bei einer Jubiläumsfeier geht zurück in die Vergangenheit. Und der Blick heftet sich an den ersten Schultag dieser Schule, die Deutsche Schule Prag, dem 4. Oktober 1990, dem Tag nach der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten. Mit gerade 26 Schülerinnen und Schülern öffnete die Deutsche Schule Prag ihre Pforten im ehemaligen Botschaftsgebäude der DDR. In die damalige erste Klasse wurden gerade einmal 2 Schülerinnen bzw. 2 Schüler eingeschult. Ein zahlenmäßig kleiner Anfang. Bereits im Jahr 2000 sollte die Schülerzahl auf 238 Schülerinnen und Schüler und 53 Kindergartenkinder, 53 Lehrkräfte, 12 Erzieherinnen und einen Sonderpädagogen fast schon wieder an seine räumlichen Grenzen stoßen. Und so ist es nur folgerichtig, wenn bereits 2004 der Umzug und die Eröffnung an einen neuen Schulstandort erfolgte. Warum stelle ich diese Zahlen an den Anfang meines Grußwortes? Diese Zahlen sind Ausdruck einer hohen Akzeptanz dessen, was das Innere der deutschen Schule zusammenhält, was die Schule ausmacht. Diese Zahlen sind Ausdruck einer hohen Zufriedenheit der Schüler und auch der Elternschaft mit dem Bildungsangebot der Deutschen Schule Prag. Die 2015 durchgeführte Bund-Länder-Inspektion hat der Deutschen Schule Prag bereits vor nunmehr 5 Jahren hervorragende Ergebnisse in der Schulentwicklung, vor allem aber in den Bereichen der pädagogischen Herausforderungen bescheinigt. Seitdem ist es der Deutschen Schule Prag gelungen, ihre Stärken im Bereich der aktiven Einbeziehung der Schüler und der Elternschaft für die Gestaltung des Schulalltages weiter auszubauen. Die Schule zu einem Ort der Begegnung von Kulturen zu machen. Bei meinen 2 Besuchen am Schulstandort Deutsche Schule Prag als Beauftragte der Kultusministerkonferenz konnte ich mich von dem hohen Niveau des Unterrichts und der abzunehmenden Prüfungen zum deutschen internationalen Abitur überzeugen. Einem Abitur, wo neben den schriftlichen Prüfungen die Schülerinnen und Schüler in den weiteren mündlichen Prüfungen je nach Interesse moderne Prüfungsformen wie Präsentationen, Kolloquien und Facharbeiten wählen und in ihrer Mehrsprachigkeit unter Beweis stellen können. Mit dem Abiturzeugnis einer deutschen Schule im Ausland erhalten die Schülerinnen und Schüler die allgemeine Hochschulreife bescheinigt, die an Hochschulen in Deutschland den Zugang zu jedem Studium als Bildungsinländer vermittelt. Der Erfolg der Schule steht in engem Zusammenhang mit der pädagogischen Arbeit. Ich habe eine Schulleitung und ein Kollegium wahrgenommen, welches offen ist für Neuerungen und auch
für Veränderungen. Mit der Ausarbeitung eines eigenen Schulprofils wurde ein Lernumfeld geschaffen, was Jugendliche aller Begabungen und unterschiedlicher Herkunft fördert und fordert und auf eine erfolgreiche private und berufliche Zukunft vorbereitet. Niemand geht dabei verloren. Um dieses hohe Ziel zu erreichen, ist es Anliegen der Schule, einen guten Unterricht anzubieten, die Schülerinnen und Schüler zum selbstständigen Lernen zu befähigen, ihnen die dafür wichtigen Kompetenzen zu vermitteln, indem sie sich ihrer Stärken bewusst werden und diese auch nutzen, dass sie offen sind für andere Kulturen, sich sozial engagieren, wie zum Beispiel durch Spendenaktionen an eine Kinderkrebsstation des Universitätskrankenhauses in Motul. Wenn die Schülerschaft der Deutschen Schule Prag mit dem deutschen internationalen Abitur die Schule verlässt, können sie mit Zuversicht in die berufliche Zukunft blicken. Gemeinsam wird es auch weiter gelingen, diese Erfolgsgeschichte von 30 Jahren Deutsche Schule Prag fortzuschreiben. Dazu wünsche ich Ihnen allen im Namen der Kultusministerkonferenz und des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport alles Gute. Bewahren Sie sich Ihr Engagement, mit dem Sie erfolgreich diesen lebendigen Ort für Schülerinnen und Schüler geschaffen und gestaltet haben. Ich gratuliere herzlich zum 30. Geburtstag. Ihre Carola Förster. Takže já bych chtěl poblahopřát Deutsche Schule Prag k tomu, že dospěla do 30 let svého fungování. Spolupráce mezi městskou částí Praha 13 a DSP funguje velmi dobře vždycky, když bylo něco potřeba, jak ze strany školy, tak i ze strany radnice, tak jsme si vyšli vstříc, což si myslím, že je důležitý. Chtěl bych poděkovat všem vyučujícím, všem pedagogům i nepedagogickým pracovníkům, protože ta práce, kterou dělají, není určitě vůbec jednoduchá. Sám to vím, protože jsem vystudoval pedagogickou fakultu, ale zjistil jsem, že bych neměl na to, abych děti učil. Takže můj hluboký obdiv. Zároveň bych chtěl ocenit, že velmi dobře funguje ta symbioza mezi českými studenty a německými studenty, protože už odmala vlastně získávají jiný pohled na svět, Češi ten německý pohled na svět, Němci trošku ten český pohled na svět, to prohnutí je tam skvělé. A musím říct, že asi trošku vím, o čem mluvím, protože moje dcera tuto školu navštěvovala, vystudovala ji v tuto chvíli, studuje Ludwigs Maximilian školu v Mnichově. Prospěch má velmi dobrý, takže předpokládám, že škola ji dobře připravila, takže klobouk dolů a hodně úspěchů do dalších let. Meine Damen und Herren, ich danke meinen Vorrednerinnen und Vorrednern für diese wertschätzenden und unterstützenden Worte, die uns gerade zur Zeit allen sehr gut tun. 30 Jahre, das ist ja noch gar kein Alter. In den Zeiten der steigenden Lebenserwartung sind bei jungen Menschen heute 30 Jahre, da würden wir von jungen Erwachsenen sprechen, die die besten Jahre noch vor sich haben. Und ich glaube, das ist ein Bild, das für die Deutsche Schule Prag auch ganz gut passt. In den letzten 30 Jahren haben unsere Vorgänger im Vorstand, in der Geschäftsführung, die 6 Schulleitungen, Schulleiter vor mir, viel dafür getan, dass diese Schule erwachsen geworden ist, dass sie eine hohe Qualität entwickelt hat und ein Fundament hat, auf dem sie heute feststehen kann. Die Deutsche Schule Prag ist heute fest verankert in der tschechischen Gesellschaft, in der Gesellschaft von Prag und auch im Kreis der deutschen Auslandsschulen. Dennoch kann man sagen, die Schule ist sicherlich noch sehr jung. Wir haben auch heute noch ein hohes Potenzial, uns weiterzuentwickeln, viele Möglichkeiten. Und ich bin sicher, dass wir viele gute Jahre vor uns haben und auch die nächsten 30 Jahre sehr gut werden. Vielleicht wird bei unserem 60. Schuljubiläum
mein Nachfolger oder meine Nachfolgerin zurückschauen und sagen können, das Jahr 2020 war ein Jahr, in dem in der Deutschen Schule Prag die Weichen neu gestellt worden sind. Als die Schule gegründet wurde im Jahr 1990, ist die Schule mit 26 Schülern gestartet. Beim Umzug 2004 waren es 450 Schüler zusammen mit den Kindergartenkindern und heute im Jahr 2020 sind wir bei 550 Schülern inklusive Kindergarten. Die Schule ist in 30 Jahren kontinuierlich gewachsen und wir sind heute an dem Punkt, wo unser Gebäude schon wieder zu eng geworden ist. Und wir müssen jetzt entscheiden, wie es weitergeht, ob wir umbauen, wie wir modernisieren, ob wir etwas anbauen oder vielleicht sogar neu bauen müssen. Und das ist immer eine Gelegenheit zu überlegen, wie wir eigentlich künftig arbeiten und lernen wollen in diesem Gebäude. Das heißt, wir sind jetzt an dem Punkt, Weichen neu zu stellen. Und begleitet wird das unfreiwillig durch die Corona-Situation, in der wir uns befinden, wo wir gezwungen sind, unseren Unterricht komplett neu zu denken und auch unsere Zukunft neu zu denken. Ich bin sicher, dass wir ganz viel lernen, dass wir vieles aus dieser digitalen Phase des Distanzunterrichts mitnehmen werden in den nächsten Jahren. Das, was wir aber auch gelernt haben, und das wussten wir schon immer, aber es hat sich jetzt bestätigt, ist, dass ein Bildschirm niemals einen Mitschüler, eine Klassengemeinschaft oder einen Lehrer ersetzen kann. Lernen, Bildung braucht die Gemeinschaft, braucht das Miteinander, braucht den Austausch face-to-face und nicht über den Bildschirm. Deswegen glaube ich, die Richtung, in die wir gehen werden in den nächsten Jahren, ist, dass wir sicherlich weiter im Bereich der Digitalisierung uns entwickeln werden, dass wir das, was wir jetzt gelernt haben, nutzbar machen für die nächsten Jahre, für die Zukunft. Das, was wir auch gelernt haben, ist, dass Lernen ein hohes Maß an Selbststeuerung und Eigenverantwortung braucht, nicht nur bei Lehrer und Lehrern, sondern auch bei Schülerinnen und Schülern. Und ich glaube, das ist das, was wir in den nächsten Jahren weiterentwickeln müssen. Und wir müssen in diesem Bereich des sozialen Lernens und der Begegnung weiterarbeiten. Ich glaube, das sind die drei Stränge, die uns begleiten werden, also die Digitalisierung, die Stärkung des selbstgesteuerten Lernens und das soziale Lernen und die Begegnung, die sicherlich uns fit machen für die Zukunft und auch für unsere Schülerinnen und Schüler für ihr künftiges Berufsleben. Meine Damen und Herren, liebe Gäste, ich möchte Sie einladen, in den nächsten Tagen bis zum 17. November die Angebote, die wir Ihnen online machen werden, wahrzunehmen. Ich bin sehr gespannt. Wir bieten Ihnen politische Diskussionen, historische Diskussionen. Wir bieten Ihnen Bildung, einen kleinen Tschechischkurs, einen kleinen Kochkurs. Wir bieten Ihnen Unterhaltung, Lesungen, Musik. Und wir wollen Ihnen so einen kleinen Einblick in die Arbeit unserer Schule geben. Wir würden uns freuen, wenn Sie zahlreich dabei sind und wenn Sie uns auch Rückmeldungen geben für das, was Sie von uns angeboten bekommen. Nicht nur Bildung braucht das Miteinander, sondern auch Schuljubiläum brauchen es eigentlich. Wir hätten Sie sehr gerne jetzt zu einem Sektempfang in der Schule eingeladen. Das ist digital leider nicht möglich, aber falls Sie einen Sekt oder eine Limonade im Kühlschrank haben, stoßen Sie auf uns an, feiern Sie mit uns 30 Jahre Deutsche Schule Prag und bleiben Sie uns gewogen.